Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Mieze, der duften Tieferpuppe und der Klassenquest für Tanks. Das war's. Ja. Wir sind hier immer noch bei den Pixies in Ilmec und haben uns die wunderschöne Geschichte oder, naja, nicht so schöne Geschichte von dem Dude gesprochen. Wir machen die Quest der Kardinaltugend. Ich habe den Namen vergessen. Ich gebe es jetzt zu. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ich Prinzessin Saulia gedient habe. Ich stand in ihrer Schuld. Als ich beinahe von einer bestialischen Bestie getötet worden wäre, rettete sie mich. In dieser Welt gibt es keinen größeren Preis als das lebhafte Leben. Deshalb stellte ich fortan mein Leben in den Dienst der königlichen Prinzessin. Nun ist sie schon lange tot, aber ich lebe noch immer. Deshalb fühle ich mich immer ihr immer noch verpflichtet. Ich bin es ihr schändlich schuldig, Brandons Seele zu retten. Mit Ruhe lässt sich keine Rache ausüben. Du brauchst dafür den Hass auf Brandon und die Kaiosine. Aber jetzt kennst du die wirkliche Wahrheit. Du kannst mit Brandon mitfühlen und das schwächt deinen horrenden Hass auf ihn. In dir rührt sich dein gutes Herz, das du zum Schweigen gebracht hast, um Melinda zu rächen. Solange du zweifelst, wirst du dein Schwert nicht mit der nötigen gewaltigen Gewalt führen. Was willst du nun tun? Ich muss darüber nachdenken. Granson wird die Kaiosine nur mit deiner Hilfe besiegen können. Bitte gib ihm etwas Zeit, über die Situation nachzudenken. Okay, der muss erstmal ein bisschen klarkommen, weil erst so, boah, ich hasse den Typen und jetzt so, boah, fuck, dem geht's ja auch nicht so gut. Aber lassen wir ihm ein bisschen Bedenkzeit. So, das reicht, weiter geht's. Granson, hattest du genug Zeit nachzudenken? Wie hast du dich entschieden? Brandon verlor eine geliebte Person, weil er sie nicht beschützen konnte. Zorn und Hass ließen sein Herz erstarren, damit er weiterkämpfen konnte. Ganz so wie bei mir. Als mir das klar wurde, geriet mein eigener Hass auf Brandon ins Wanken. Meine Rachegelüste wurden schwächer und ich begann zu zweifeln. Will ich wirklich Melinda rächen? Was soll ich bloß machen? Na, das war ja eine tolle Bedenkzeit. Du hast dir gar keine Gedanken gemacht. Komm. Kämpfe für Brandon. Nein, kämpfe für deine Frau. Verstorbene Frau. Für Melinda? Ja, aber auch für Brandon. Der Gedanke an beide Schicksale wird mir die Kraft geben, die ich brauche, um die Kaiosine zu besiegen. Für Brandon? Wie meinst du das? Hass ist nicht die einzige Kraftquelle. Auch mein Mitgefühl für Brandon, der ein ähnliches Schicksal wie ich erleiden musste, gibt mir Kraft. Du meinst, du kannst dich an die Kaiosine rächen und gleichzeitig Brandons Seele retten? Ja, und ich glaube, Melina hätte es so gewollt, wenn sie noch bei mir wäre. Meinst du nicht auch Dufte? Nein. Sie hätte gesagt, geh deine Tierchen jagen, ich hab Hunger. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Wir werden die Kaiosine besiegen. Sul'ul, bitte sag uns, wo wir die Klaue des doppelköpfigen Wolfes finden. Lasst mich euch etwas zur Geschichte der geschätzten Schätze erzählen.
Die drei Königsschätze von Vöburt waren erbliche Erbstücke, die jeweils an den nächsten Thronfolger und die Thronfolgerin weitergegeben werden. Die letzte Besitzerin war Prinzessin Saulia. Nach ihrem Tod wurden die drei Schmuckstücke in der königlichen Schatzkammer aufbewahrt, aber vor etwa einem Jahr wurden zwei davon gestohlen. Der Fangzahn und das Auge des doppelköpfigen Wolfes. Ja, in der Schatzkammer waren sie gut geschützt, doch einmal entfernt konnte die Kaiosine ihre Aura spüren. Die Treue zu Prinzessin Saulia wirkte noch so stark in Brandons Körper, dass sich die Kaiosine instinktiv von den Schmuckstücken angezogen fühlte. Als treuer Diener der Prinzessin darf ich die königlichen Schätze nicht entfernen oder ihr Versteck an Fremde verraten. Aber ist es nicht deine Pflicht, die gestohlenen Schätze zurückzuholen? Dafür brauchen wir den dritten Schatz. Ja, das sehe ich einsichtig ein. Deshalb werde ich euch verraten, wo ihr die Klaue findet. Ich hoffe, ihr werdet damit die Kaiosine anlocken und siegreich besiegen können. Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes befindet sich in Tim Gyois. Gut verborgen durch einen unsichtbaren Unsichtbarkeitszauber. Mit diesen wahrhaftigen Wahrsichtsporen könnt ihr sie sichtbar machen. Danke, Sul'ul. Wir werden die Kaiosine besiegen und Brandons Seele retten. Auf geht's, Sünderin. Grason durfte viel glückliches Glück. Nichts leichter als das. Ich stehe nebenbei direkt neben dir, nicht da hinten. Wo guckst du hin? So, da drüben, da gibt es keinen direkten Portpunkt, aber der hier scheint, glaube ich, ein bisschen näher zu sein. Dann nehmen wir doch mal lieber den. In der Hoffnung, dass das kein unnötiger Umweg war. So, Schlückchen Kaffee. Dann ist alles gut. Und natürlich meinen geliebten Freund, den Vollstrecker, ausgepackt. Den brauchen wir. Oh Mensch, hier, das ist doch Uriangas Haus. Da hinten. Wahrscheinlich genau hier in diesem komischen Zacken. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. So. Ach Mensch, da wartet er ja schon. Der Grauson. Dann wollen wir uns mal am Zielort mit ihm treffen. Kampfstufe 80. Yo. Die Wahrsichtsporen haben den Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Damit können wir die Kaiosine endlich in eine Falle locken und zur Strecke bringen. Das war eine schnelle Falle. Das ging ja schneller als gedacht. Ich habe großen Respekt davor, dass du deiner Prinzessin weit über den Tod hinaus die Treue hältst, aber deine Taten hätten Prinzessin Saulia niemals gut geheißen. Los, Dufte, erledigen wir den Sündenvertilger und retten Brandons Seele. Woher weiß er das? Wie dem auch sei. Nieder mit dem. Go, go. Schwarzes Bildschirm. Endlich. Und. Miau.
Paladin gegen Paladin und so ein anderes Ding. Möchte wohl irgendwie Todesritter sein oder so. Ich bin mal gespannt, was hier passiert, weil ich meine, die Arena ist ziemlich groß und es werden, denke ich mal, schon die ein oder anderen Mechaniken kommen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie das genau ablief. Aber gleich wird sicherlich irgendwie eine AOE eher. Zumindest schon mal die erste. Du, das ist mir völlig Wurst. Zip. Ich stelle mich einfach hinter ihn. War eine gute Entscheidung. Ach, komm hier doch mal nicht so, du. Hey, was ist das denn? Dammit. Ach, ist ja cute. Ich dachte, jetzt kommt voll der miese Schüssel. Und dann kommt hier irgendwie nur so ein bisschen Spielzeug. So. Nee, so nicht. Schön einfach sonst wohin geschleudert, das Ding. Also das mit coolen Stuff und so weiter, das müssen wir nochmal üben. Oh, ich bewege mich mal hier. Okay, voll easy. Der macht voll die Sündenvertilger-Mechaniken hier. Nee. Das ist jetzt ein bisschen... Oh, krass. Das war schon ein bisschen tricky hier an der Stelle gerade. Vor allem, man muss jetzt echt aufpassen, dass man nicht in dieser AOE drin steht. Also, dass man erst diesen Totem nimmt. Und dann erst aus der AOE rausgeht. Okay, kommt noch irgendwas, was ihn irgendwie nochmal ein bisschen böser wirken lässt? Gesegnete Sanctus. Aha. I don't care. Weil ich davon ausgehe, dass eh der meiste Schaden von meiner Wenigkeit ankommt, ausgeht. Ach, fuck it. Das ist wieder diese Tüdi-Ran-Nummer. Aber cool. Diesmal bleib ich draußen. Das gefällt mir sehr. Noch eine Lichtsphäre. Ah ne, das sind wieder diese AOE-Dinger. Ja, easy. Na, lebenspunkttechnisch geht es mir gerade gar nicht so gut. Fällt mir gerade auf. Aber das macht nichts. Schön die Seraph-Klinge einfach ins Nichts gelotst. Sing! Das ist eine coole Mechanik. Die würde ich ganz gerne auch machen können. Das sieht zumindest cool aus. Also. Piau und bam und dann...
Also irgendwie heilt der noch nebenbei. Aber wir haben es gleich geschafft, glaube ich. Ach, dammit. Ja doch, gleich. Noch ein paar Hits. Ah, das ist so eine Art Enrage hier jetzt gerade. Den wir natürlich für uns entschieden haben. Sehr schön. Verschwinde, Sündenvertilger. Lass Brandons Seele frei. Es ist vorbei, Melinda. Prinzessin Saulia, ich schwor bei meinem Schwert, euch zu beschützen, aber ich habe versagt. Das ist doch Brandons Stimme. Ich werde nie wieder zögern, ich werde Gerechtigkeit vollstrecken, ganz gleich, welche Opfer ich dafür bringen muss. Ich bin es Prinzessin Saulia schuldig. Es ist von ihm zurückgeblieben in dem Kristall. Brandon, komm zur Besinnung. Prinzessin Saulia hätte niemals gewollt, dass sich deine Treue in einen Fluch verwandelt. Ihr werdet nicht glücklicher darüber, was aus mir geworden ist, falls wir uns jemals wiedersehen, will ich. Dass ihr stolz auf mich sein könnt. Hab Dank, Prinzessin Saulia. Es war eine große Ehre, euch dienen zu dürfen. Er ist verschwunden. Damit sind die Königsschätze wieder zusammen. Wir müssen sie gut verstecken, damit sie nicht wieder von Schatzjägern gefunden werden können. Nur dann können Prinzessin Saulia und Brandon in Frieden ruhen. Komm, lass uns nach Plaeni zurückkehren. Sul'ul platzt bestimmt bald vor Neugier. Ach ja, wie schön das Ganze doch ist. Hep, hep, hep. Brandons Seele wurde geläutert. Das haben wir sehr souverän und ganz, ganz vernünftig gemacht. Mit der Faust! Ich bin sehr stolz auf uns. So. Das bedeutet aber auch glücklicherweise, wir werden uns jetzt langsam wieder der Main Quest nähern. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. So. Da seid ihr ja.
Habt ihr die Kaiosine erwischt? Was ist mit Brandon geworden? Sul'ol, kannst du das nicht an unseren Gesichtern ablesen? Es ist also alles gut gegangen. Ihr habt Brandon erlöst. Und deine Rachgier liegt nun brach hier. Ja, das hab ich. Und jetzt wird mir klar, wie sehr mich die Rachegelüste in Besitz genommen hatten. Nun bin ich frei. Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Lebe einfach. Der Sinn folgt dann von ganz allein. Na, da vertraue ich ganz auf deine Lebenserfahrung. Hast du auch einen klugen Rat, was wir hier mit machen sollen? Oh, die drei königlichen Königsschätze von Wöburt. Ihr habt sie also erbeutet. Kannst du darauf aufpassen? Ich glaube, Prinzessin Saudia und Brandon hätten es so gewollt. Einverstanden. Ich gebe achtsam darauf Acht, damit die Prinzessin und ihr ritterlicher Ritter in Frieden ruhen können. So. Dann wird es wohl Zeit, nach Crystarium zurückzukehren. Der Wirt im Sternenhagel wird sich freuen, wenn wir ihm von unseren Abenteuern erzählen. Leb wohl, Sul'ol. Er hat viel drauf durchgemacht. Ich hoffe, er wird nun ein glückliches und erfülltes Leben führen. Das wünsche ich dir natürlich auch. Falls du irgendwann wieder einen ratsamen Rat suchst, kannst du mich gerne hier wieder aufsuchen. Ich glaube, ich werde da nochmal drauf zurückkommen. Aber nicht heute. Wir wollen nach Crystarium. Und diese Quest abschließen. Und Dawn. Ich kann mal gucken, ob hier irgendwie der. Ja, komm. Ich glaube. Manufaktur der Gemeinschaft ist näher dran. Okay. Ich gehe das nächste Mal einfach zu Fuß. Das ist, glaube ich, doch besser, als wenn ich mich blind durch das Ätheritennetz versuche zu bewegen. Aber way! Wieder ein Stück mehr von dieser Welt. Und da hinten steht dann der Grason. Oh mon Dieu! Wie ist es dir ergangen? Comment ça va? Hey, Sünderin! Ich hab dem Wirt schon alles erzählt. Ich erinnere mich noch genau daran, als ich das erste Mal hier angekommen bin. Damals hatte ich nur meine Rache im Sinn und bin bei vielen Leuten angeeckt. Glinar war immer nett zu mir und hat mich auch und hat an mich geglaubt. Dafür wollte ich mich einfach nochmal bei ihm bedanken. Er hat sich sichtlich gefreut, dass der Schatten meiner Rachsucht von mir gefallen ist. Ich fühle mich so leicht und unbeschwert wie schon ewig nicht mehr. Und das habe ich auch dir zu verdanken, Dufte. Nun ist leider der Moment des Abschieds gekommen. Hau ab! Eine gute Frage. Ich habe kein Zuhause mehr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die meine Hilfe, meinen Schutz gut gebrauchen können. Für sie will ich kämpfen. Wenn Melinda noch leben würde, hätte sie das auch gewollt. Und Brandon würde bestimmt nicht anders handeln. Also leb wohl, meine Freundin. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was hat der Kater zu sagen? Was sagt der Kater? Ich glaube, das hört ihr gar nicht. Solange ich lebe, werde ich immer gern an das Abenteuer mit dir denken, Sünderin.
Jeha, und damit haben wir den heldenhaften Verteidiger abgeschlossen. Geil. Und das bedeutet aber auch, dass wir nicht lange fackeln und lange warten werden. Wir düsen wieder zurück nach Tempest und reden da mal mit Grinald? Hieß er so? Grinald mit DT. Denn der Dude... Ja, mecker mich doch nicht an, du. Wo bist du denn überhaupt? Mein Kater meckert die ganze Zeit, oder unser Kater meckert die ganze Zeit rum. Und ich verstehe nicht, warum. Was will er? Ich glaube, er hat Langeweile. Es gibt irgendwie nicht so wirklich was. Nordwesten? Achso, die war unterirdisch. Ihm ist langweilig. Er weiß nicht, was er tun soll. Und jetzt klärt er hier die ganze Zeit rum, ne? Ne, Kater? Ne, Kater? Weh. Ja, komm mal her hier. Na komm. Hast du gerade Brot gemacht? Oh. Okay, ich kümmere mich doch erstmal um meinen Kater, bevor es hier weitergeht. Bis gleich.